Ja, hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Need for Speed Most Wanted mit eurem Ryokan. Und wenn ich mich nicht täusche, fahren wir heute gegen Blacklist Nummer 3. Visa, Johnny oder JV? Ronnie, ha, fast richtig. Nebenbei rauche ich mir noch genüsslich eine. Ja, warum habe ich das letzte Mal nicht schon vorher gemacht? Weil halt zwei Rundkurse und einen Sprint. Der Sprint ist ja nicht so tragisch, es geht mir mehr um die Rundkurse. Da hatte ich dann ja doch eher weniger Lust. Und jetzt weiß ich nicht, ob sich das Spiel aufgegangen hat. Ich glaube schon. Ja, mal schauen. Ingame-Musik natürlich wieder super leise. Wegen halt Urheberrecht und bla 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 bla. Nicht, dass die GEMA meint, meine Videos zu sperren, beziehungsweise YouTube mir irgendwann mal an die Karre pisst. Und wir sehen JV in einer epischen, ach JV sag ich schon, Ronnie in einer Verfolgungsjagd mit der Polizei, wie er sie eigentlich kaputt macht im Hafenbezirk. Da oben sind wir. Ach, eigentlich hätten wir von da oben starten können, hier ein bisschen Vorsprung lassen. Er soll eine Chance haben gegen uns. Übrigens einer meiner Kurse, die ich am meisten hasse. Einfach aus dem Grund, weil die hier so extrem verwinkelt sind. Wahrscheinlich werde ich hier nicht mal mehr in Ruhe meine Zigarette aufrauchen können. Ja. Okay. Aber das so, wahaha. Das soll ja nicht unser Problem sein. Da hat er uns auch schon überrundet. Das ist jetzt irgendwie unpraktisch. Ich glaube, heute bin ich auch wieder extrem laut. Deswegen werde ich nicht so schreien. Vielleicht ja doch. Dann werde ich euch aber vorher vorwarnen, beziehungsweise es in YouTube so schreiben, dass dann da steht, bitte einmal Kopfhörer leiser drehen. Wenn ich es nicht vergesse versehentlich. Ich würde mir jetzt gerne wieder meine Zigarette ziehen. Aber das ist hier gerade ein bisschen unpraktisch. Deswegen, sobald ich eine Runde fertig habe, werde ich einmal kurz pausieren und dann so, zack, hier um die Kurve. Ich werde wie immer jetzt öfters mal den Speedbreaker einsetzen, weil er ist ja extra für solche Kurven gemacht. So, aber das hier wird no problem für mich. JV hat eigentlich schon gar keine Chance gegen uns, wie man sieht. Der ist weit hinten. Also wäre es nicht tragisch, wenn ich hier so einen kleinen Fehler mache. Aber ich will es nicht unbedingt wegen den Rauchen verkacken. Also warte ich lieber noch, bis die Zigarette verglüht ist. Ich hier einen Sprung mache. Das war doof. Ausgerechnet, ich dachte, ich habe noch. Oh, was ein. Boah, was ein Lag jetzt. Der war böse direkt zu Anfang des Spiels. Ach, direkt mal falsch gefahren. Deswegen meinte ich auch, dass wegen dieser Verwinklung in diesem Spiel. So, jetzt will ich mir aber mal kurz eine ziehen hier. So. Ja, direkt zu Anfang des Spiels ein Lag, wie wir ihn kennen. Liegt wohl daran, dass mein Rechner wieder schon seit über 2 Wochen pausenlos an ist. Und ja, das Spiel einfach nicht drauf klarkommt. Viele warten ja immer noch auf den neuen Rechner, den ich ja immer noch verschieben musste oder beziehungsweise muss. Weil jetzt ist ja jetzt bald auch schon Weihnachten und dann kommen Weihnachtsgeschenke und ja, da habe ich mir gedacht, dann holst du ihn dann doch erst nach Weihnachten. Ich verschiebe den immer so weit nach hinten, bis ich irgendwann mal genug Geld habe und den nicht auf Raten kaufen muss. Höchstwahrscheinlich wird es so der Fall sein. Aua, du verdammter Pisser, du. Jetzt fährt der Penner mir da hinten weg. Ja, und ich fahre ihn nochmal in die Karre. Richtig schön in die Karre pissen. Ich weiß gar nicht, wie viel Runden groß diese Strecke ist. Ich will nochmal rauchen. Die Zeit haben wir ja. So, Speedbreaker. Jetzt komme ich nicht um diese Kurve. Ah, und da geht mir das Nitro mittendrin aus. Das ist natürlich super praktisch. Außerdem muss ich hier wieder auf Vorrat aufnehmen. Da ich komme eben nicht dazu, hochzuladen. Durch Arbeit
Und bald bin ich auch 2 Wochen nicht zu Hause. Dann bin ich in Königslutter in Niedersachsen wegen einer überbetrieblichen Ausbildung, für meine Ausbildung halt, als Steinmetz. Hilfe, ich fliege sehr schräg, das ist doof. So, hallo JV, ja, da hast du mal soeben meinen Spoiler abgekriegt. So, da dürfen wir nicht gegenfahren, das wäre super unpraktisch und nehmen wieder diesen Scheißweg. Okay, sie ist 3 Runden lang, scheiße. So, ich vergesse mal wieder, dass die Kurve hier in diese Richtung geht. So, und der letzte Zug, dann ist diese Zigarette auch zu Ende. So, ausgedrückt. Jetzt kann ich in Ruhe spielen. Besonders auch konzentrierter. So. Und ja, wir haben ja bald das Spiel hier schon eigentlich hinter uns. Nach Ronnie fehlen uns ja nur noch 2 Leute. Einmal halt Razer als Nummer 1, den wir kalt machen müssen. Und dem davor, habe ich jetzt den Namen vergessen, aber ich glaube, das war dieser Asiate da, der davor kommt. Mit dem wir den Boden aufwischen. Aber jetzt müssen wir diese 3 Rennen hier gewinnen. Und das wird eigentlich schon einfach, besonders jetzt hier dieser Rundkurs. Obwohl ich gar keine Rundkurse mag. Zack, hier mit 300 Sachen rein. Schön reinschlittern. Ja, so macht man das. So setzt man den Speedbreaker ein. Mit Nitro und schön in die Kurve legen. Und wieder schön gegen die Wand preschen. Gegen diese natürlich auch. Muss ja schon irgendwie sich doppeln alles, ne? Muss ja schon seine Richtigkeit haben. Aber das Rennen ist für uns eigentlich schon in sicherer Tasche. So, jetzt werde ich hier... Nein, nicht hier. Hier werde ich jetzt die Zeitlupe einmal vermeiden. So. Nase kratzen. Haha. Das klappt auch noch im Spiel. Oh, verdammte Axt. Das kann uns jetzt den Sieg kosten. Aber wir haben irgendwie gewonnen noch. Obwohl ich jetzt zu Ende Scheiße gebaut habe. Aber jetzt geht's direkt auf zum Sprint. Von wo starten wir? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Letzte Rennen ist im Camden-Tunnel. Also startet im Camden-Tunnel. Wird wahrscheinlich auch wieder über 3 Runden gehen. Aber der Sprint hier... Ja, da überholt er mich natürlich, weil er da einen Vorteil anscheinend hat. Aber da kriege ich ihn hier jetzt wieder. Weil er nämlich da hinten schon abbremst für die Kurve hier. Ha, ich bremsen. Was ist das? Ich gehe nur von Gas. Bremsen ist das für Weicheier. So für Schwanztypis wie ihn hier, für Schwanzlutscher. Aber der hat ja keine Chance eigentlich. Wir wollen ihn ja nicht zu niedermachen. Da ist wieder so ein Mega-Lag. Vielleicht schneide ich die raus, wenn ich mich irgendwie aufraffen kann, mal zu schneiden. Wo ich ja eigentlich immer sehr, sehr wenig Lust zu habe. Ja, ganz genau, JV. Überhol mich hier in der Kurve. Du alter Zigeuner, du, komm her. Zack. Oh, fuck you. Und diese Framerate-Einbrüche, die nerven irgendwie. Muss ich ja mal so sagen, ne? Die nerven schon irgendwie. Ja, ja, da geht mir nach knapp 5 Minuten schon die Kommentare aus. Das ist natürlich nice. Ich weiß ja nicht, jetzt irgendwie habe ich da manchmal das Gefühl, jetzt ist meine Stimme... Ich habe echt schon seit einiger Zeit das Gefühl, dass meine Stimme irgendwie dumpfer geworden ist. Kratziger, männlicher auf jeden Fall. Oder es kommt mir einfach nur so vor, irgendwie, da ich jetzt auch schon so lange Let's Plays mache, dass sich meine Stimme durch das Reden für mich irgendwie sich verändert anhört, obwohl sie das gar nicht ist. Und ja, das kann ja auch passieren, denke ich zumindest. Oder es liegt einfach nur am Mikrofon, aber ja, ich höre mich zwar ganz, ganz leise selbst, aber ist jetzt auch nicht so die Welt. Also ich höre meine Stimme und mich dann nochmal, also doppeltechnisch und
ja, das ist jetzt nicht so die Welt, wahrscheinlich hört sich das nicht anders an. Und ja, irgendwie so, wir sind ja nicht Scheinspark, der so total jugendlich am Anfang sich anhört und dann immer männlicher wird. Nein, wir sind von Anfang an männlich, zwar leise, aber männlich. Das muss man ja mal sagen. Außer meine Lache, die hört sich sehr kindlich an, aber JV hat da hinten wohl anscheinend die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der kommt ja mal gar nicht mehr hinterher. Aber er kann ja auch von 0 auf 400 in 0,15 Sekunden beschleunigen. Ja. Und da ist auch schon das Ziel und wir haben gewonnen. Juhu. Fehlt nur noch ein Kurs. Ja, im Camden-Tunnel, wie ich schon sagte, im Camden-Tunnel gegen JV. Ach, Ronnie, ich sag immer JV. Ach, wir starten diesmal in die andere Richtung hier. So, los. Und wie es sich gehört, gibt's direkt erstmal Zeitlupensprung. Und wahrscheinlich werden wir dann da hinten gegen die Wand. Nein, werden wir nicht. Eigentlich die erste Strecke jetzt in die andere Richtung, soweit ich mich erinnern kann. Ja, danke JV. Dann mach du mal da vorne. Ich komme dir jetzt hinterher. Aber ich glaube, es ist tatsächlich jetzt die erste Strecke andersrum nur. Ja, ist es auch. Und das wird lustig. Es wird einfach nur lustig. Weil ich besonders immer hier gerne gegen irgendwas presche. Auch in die entgegengesetzte Richtung tue ich das gerne, so wie ich jetzt hier die falsche Ausfahrt, Einfahrt nehme. So, fahren wir immer mit 250 Sachen hinterher. In der Hoffnung, ihn dann doch noch zu kriegen. Besonders, da wir hier hinten wieder den Speedbreaker einsetzen können. Was uns ja um einiges hilft gegen JV. Um einiges, muss ich sagen. Aber wir sind noch nicht nah genug dran, um sagen zu können, dass dieses Rennen für uns sicher ist. Also der hält sich jetzt in der letzten Runde sehr, sehr stark. Also sagen wir so, es ist jetzt seine Bestleistung, die er hier bringt, nur um uns zu besiegen. Weil ich glaube, dass die NPCs sind hier so eingestellt, dass die von Kampf zu Kampf stärker werden. Also sprich jetzt hier von 101, also 1 gegen 1 kämpfen, stärker werden. In der letzten Runde oder die Kurse werden einfach nur unfairer zu einem, womit dann der Gegner einen potenziellen Vorteil hat, dadurch, dass die KI halt immer weiß, wie sie fahren muss. Weil man muss ja mal sagen, die intelligenteste KI, die es in einem Spiel gibt, ist die Fahrer-KI eines Autorennspiels. Und da kommt auch keine andere KI derzeitig dran, nicht einmal die menschliche KI, wie man sieht, also zumindest meine. Eine KI, die auch noch sehr gut ist, ist natürlich die in 4, also 4, nicht 4 die Zahl, sondern 4 für Angst. 4 hat die beste KI in Sachen Ego-Shootern. Also es gibt, glaube ich, kein Ego-Shooter, wo die Gegner so intelligent agieren und reagieren wie in Call of Duty. Und ich wurde angerufen. Aber von wem? Von Sarah. Das ist meine beste Freundin, die mich gerade angerufen hat und ich kann sie gerade nicht zurückrufen. Dummerweise. Ich glaube, ich gewinne das Rennen, da die KI anscheinend einen Fehler hat. Oh yeah, das ist dieser sagenumwobene Bug, den es gibt in diesem Spiel. Das ist, glaube ich, ich bin nicht der Erste, der diesen hat. Ich glaube, Mustang hatte diesen Bug auch gehabt. Wo dann die KI plötzlich die Runde zweimal gefahren ist, also sprich diesen kleinen